World Bank. Ah, stimmt, wir können ja in andere Banken reingehen. Ja, okay, jetzt machen wir aber mal so, dass wir versuchen, nicht zu entdeckt werden, oder? Ja, okay, wir gehen mal taktisch vor. In der First Hier. World Bank. Okay. Ich bin da. Ja, ich auch. Okay. 80 habe ich. Ja, hab ich auch. Hier ist ein Buch, hier ist ein Buch, hier ist ein Buch. Ein verzaubertes Buch. Und da steht drinne: First World Bank, Find Bank Manager, Kill Bank Manager and. Keine Ahnung, was. Ach, liest du. Kannst besser Wir Englisch. Hier. müssen ihn töten, um sein. Vielleicht solltest du auch mal in dem anderen Buch, wo du da hattest, vielleicht stand da auch was drinne. Ja, ich hab das. Ich hab's noch. Und? Find all three alarm boxes. Enter the codes via the red button. Lol, geh nochmal zurück. Da konnten wir angeblich Diamanten finden. Ah. Wie kommen wir zurück? Ich mach ihn nachher nochmal. Auf hier, du kriegst das andere Buch. Ja. Warte mal. Ich weiß nicht, wie man zurückkommt. Das geht jetzt nicht, wir müssen erst das hier fertig machen. Sieh hier. Ja, hätten wir uns früher entscheiden sollen. Hier. Wir sind so mega Pros hier. Ich habe eine Wasserflasche, wo auch immer. Ja. Keycard. Wir müssen irgendeinen Server finden und den freischalten mit der Schlüsselcard-Keycard von dem Manager. Wer ist das da? Das ist Baines, aber nur so ein Händler. Okay, gut. Wollen wir dann jetzt noch anfangen, oder? Ja, komm, lass anfangen. Okay. Okay, der Time ist auch gerade abgelaufen. Egal. Egal. Aber guck mal, hier sind ganz viele Leute. Aber die sind lieb. Ja, okay, wir müssen trotzdem den Bankmanager finden. Das sind Zivilisten. New Object. Civilian, Guck mal, Civilian. das ist ein kleines Oder Kind. vielleicht ein Kohle für ein Smaragd. Guck mal, das ist ein Nee. kleines Kind. Ich hab's gesehen. Ja, ein Smaragd zeigt Glowstone. 12 Bücher ein Smaragd. 19 Weed. Hier, 71 komm Wolle. mal rein in. In. Hier sind so Wachen, so Bankwachen. Wo bist du rein? Hier in die Bank. So. Hier die Schweinemenschen, ne? Bank Guard, ja. Ach, wir gehen einfach mal durch. Junge Eisenbrustpanzer, Junge. Haha. Jump'n'Run. Oh, hier hinten ist ein Schalter. Wo ist ein Jump'n'Run? Was auch immer der bringt. Ja, wieso sehe ich denn? Ach so. Hey, guck mal, hier ist noch so ein Nebengebäude. Hier sind überall Knöpfe und Ich alles. weiß. Da gehe ich doch mal rein. In so ein Hey, Nebengebäude. hier geht's hoch, hier geht's hoch. Ja. Vielleicht da oben irgendwo der Bankmanager. Ja, wir dürfen uns vielleicht von den Schweinemännern nicht ertappen lassen, wie wir den killen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Alter, was für ein fettes Painting da hang. Dum, 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 da, 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 dum. Ich renne noch weiter. Jo. Alter Schweinemensch, guck mich nicht so blöd an. Server, hier ist der Server Room. Wo bist du hin? Und hier müssen wir die Keycard reinwerfen, wenn wir die haben. Ja, okay. Wo bist du hin? In so einem Nebengang, hier sehe ich meinen Namen, hier, Ah, ja. da vorne. Da links die Tür, da ist der Server Room. Und hier müssen wir die Keycard reinwerfen, wenn wir sie gefunden haben. Ja, und wo bekommen wir die her? Ja, Einfach wir zig. müssen den Manager töten dafür. Hier, Manager's Room. Manager's Room. Ist das da? Ne, ist ein Bankguard. Aber wo ist der Manager? Müssen wir ihn jetzt töten, oder? Vielleicht. Manager's Room. Oh, guck mal, hier ist ein Apfel. Apple. Ein Apfel. Mal noch einer. Hey, das soll ein. Das soll ein Dingens. Conference Room. Das soll ein MacBook sein. Ja. Mit so einem Apfel hinten drauf. Das hier ist ein Konferenzraum. Und da oben ist ein. Hier, ich hab ne Glock. Guck hier. Uhr. Scheiße.
Ich hab die Uhr weggeworfen. Guck hier, MacBook. Die Uhr, geil. Die Uhr sagt, es wird bald dunkel. Was sind da unten für Leute? Na, warte mal. Das sind alles Zivilisten. Ja, hier ist auch noch ein Abel. Ist auch noch ein MacBook. Was für ein kleines Kind. Oh, hier ist auch noch ein Apfel. Polen den hier alles, die juckt's gar nicht. Hier ist ein Glas. Ja, hab ich auch schon gesehen. Hier ist noch ein Glas. Ich bin wieder im Konferenzraum. Okay, da muss ich irgendwo die Treppe hoch. Hier sind ja auch immer so Schalter im Haus. Ich habe jetzt schon 2 Stück davon aktiviert. Ich finde die scheiß Treppe nicht mehr. Hier geht's da so hoch, nur irgendwie. Ich weiß nicht, ob das was bringt, die ganzen Schalter zu aktivieren, aber ich mach's einfach mal. Ja. Hallo, da oben bist du. Ja. Ich finde nicht mal. Ah, da hinten ist die Treppe. Was ist denn hier? Was? Please override lever here. Da musst du, glaube ich, so einen Schalter anbringen. Fine, oder? Bank Manager, okay. Guck nochmal, was in dem Buch steht. Ja, dass wir den finden sollen, den töten sollen und die Karte kriegen sollen. Und danach sollen wir den Server Room finden. Aber den haben wir ja schon gefunden. Wir haben die Karte aber nicht. Wo ist der? Wo könnte der Bankmanager sein? Warte mal, ich hab hier so ein. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie diese Keycard, aber das kann eigentlich nicht sein, weil ich habe hier 2 Heist Maps drin, die 3 und eine Karte. Dann so ein Kreuz und Hashtag 0. Sollen wir versuchen, die da reinzuwerfen? Wo? Alter, wie das akt hier. Wenn so ganz viele Paintings übereinander setzt, das ist so richtig buggy. Ja. Okay, das war nicht die richtige Karte. Manager's Room. Eigentlich müsste... Boah, das ist ein fettes Painting. Eigentlich müsste ja hier... Komisch. Alter. Nein. Ja, wir müssen ja einfach suchen, glaube ich. Aber ich denke, das ist der Server Room. Du denkst, das war's mit der Folge? Hier müssen wir die Keycard reinwerfen. Ach was, habe ich dir vor 1000 Jahren schon gesagt. Ja. Ja, oder? Wie lange willst du die Folge denn machen? Ja, nö, ich beende jetzt gleich die Aufnahme. Gut. Naja. Wie sind die Blöcke? Ich muss sagen, mir gefällt die Map bis jetzt echt gut. Ja, die ist auch hier geil gemacht. Hier sind überall Schalter. Alter, wo ist denn dieser? Wir müssen uns vielleicht das Gebäude ein bisschen besser anschauen. Ja. Wir müssen einfach überall rumgehen. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Denn das war es dann mit dieser Folge von Minecraft Payday. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal auf dem Kanal von Buggames HD mit der 3. Folge von Minecraft Payday. Und ja, dann lasst doch mal eine Bewertung da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Schaut doch mal bei dem Typen hier vorbei. Ey. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und haut rein.